Eine neue Schülerbeförderungssatzung im Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen solle in Kraft treten. Der Kreistag beauftragte den Landrat, einem entsprechenden Entwurf zuzustimmen. Demnach soll der Elternanteil in Mittelsachsen für die Klassen 1 bis 4 von 110 auf 15 Euro und für Schüler ab Klasse 5 von 145 auf 112,50 Euro sinken. Bei Nutzung des freigestellten Schülerverkehrs gelten die Beiträge bei einem Schulweg bis 20 Kilometer, darüber hinaus gelten gestaffelte Anteile. Grundsätzlich erfolgt die Beförderung über den öffentlichen Personennahverkehr. Sollte dies nicht möglich sein, werden Extrafahrten organisiert. Dies nennt man dann den freigestellten Schülerverkehr. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen Hortkinder anstelle ihres Beförderungsanspruches im freigestellten Schülerverkehr auf dem Weg zwischen Schule und Wohnung nach Unterrichtsschluss einen Anspruch auf Beförderung zur Horteinrichtung geltend machen können. Erstmals sieht die Regelung eine ausdrückliche Regelung der Schulwegzeit vor, die im Regelfall bis zu 60, aber bei auftretenden Besonderheiten bis 90 Minuten betragen kann. Ziel der neuen Satzung mit Gültigkeit ab Sommer ist es, dass in allen Landkreisen, die sich hieran beteiligen, einheitliche Kostensätze existieren.